Willkommen in Liga 1, Werder Bremen gegen Leipzig. Bremen, diese Partie wurde sich dreimal gewünscht, unglaublich. Und ihr hattet gesagt, ich soll Werder Bremen übernehmen. Von daher mache ich das sehr gerne. So, ich esse hier schon mal auf. Ja, gut. Spielbehinderung. Also, wir hatten am Freitag bereits Liga 2, Bielefeld gegen Lautern und natürlich Liga 1, Dortmund gegen Ingolstadt. Dort haben wir das Tippspiel ausgewertet vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Heute haben wir wieder mit Liga 2 angefangen, mit Fürth gegen Stuttgart. Und vorhin gab es St. Pauli gegen Hannover 96. Ja, Liga 2 habe ich gewonnen. Liga 1 führt Mucke nach einer starken Leistung am Freitagabend. Mal abwarten, wie es hier weitergeht mit Werder Bremen und meiner Wenigkeit. Ja, da ziehe ich doch mal knallhart durch und Schuss! Schade. Schreibt uns in die Kommentare, wie endet denn dieses Match unter herrlichsten Bedingungen am Samstag? Tolles Wetter hier, ein F davor für FIFA, ein R davor für die reale Begegnung. Da hätte einfach das Ergebnis schreiben. Alle, die sich die Zeit nehmen und unsere Videos kommentieren, die werden im Video erwähnt. Und wenn ihr fleißig seid, 10 Partien gibt es ja an diesem Wochenende. Und wirklich unter jedem Video einen Tipp abgibt, dann könnt ihr 20 Punkte insgesamt erreichen und Tippkönig werden. Und das würde sogar heißen, ihr werdet hier nochmal separat von uns ausgezeichnet. Ist auch eine schöne Sache. Zuletzt war es ganz, ganz spannend zwischen Erik und Tim Wiese, der ja wieder zurück ist. Mal abwarten, wie das an diesem Wochenende so wird. Oh! Oh, ja, das ist doch geil! Und jetzt reicht es mir hier. Ich weiß noch, am letzten Wochenende, da hatte ich auch mit Werder Bremen gespielt und gewonnen. Und da hatte ich in den ersten 20 Minuten richtig gute Möglichkeiten. Weißt du es auch noch? Ja. Mhm. Du, ich weiß diese Scheiß-Spieltage alle noch. Ja. So, Schiedsrichter war jetzt wer? Dr. Fummler. Also ja. Dr. Stefan Sommer. Ja. Dem Schiri, den kein Arzt vertraut. Nee. Du bist doch ein Idiot. Oh, jetzt ist hier Platz. Ja. Hä? Was war das denn? Keine Ahnung. Ah, herrlich. Herrlich, Bremen. Herrlich gut gemacht. Kann man so den Ball herschenken? Weiß ich nicht. Scheiße, geil! Oh! Jurosovic, wieder knapp. Ja, wieder 20 Minuten rum und wieder müsste Bremen eigentlich führen. Ey, das ist das erste Mal an diesem Wochenende, dass ich hier gleich den Ton angebe. Ja, sonst war es eigentlich bis jetzt egal, in welcher Partie ich. Ja, und vor allem die Auswärtsmannschaft. Ja, die bin diesmal auch ich. Bis jetzt haben nur die Auswärtsspiele bei uns gewonnen. Ja. Schön! Oh. Auch Fritz scheitert. Aber wieder Bremen. Was ist mit Leipzig los? Ich habe keine Ahnung. Ja! Yes. Seid das selber schuld, ihr Affen! Der 7. Schuss nach 25 Minuten. Das musst du dir mal vorstellen. Ach, das sind die Arschgeigen selber schuld. Geil, Führung. Das hat sich angedeutet und ist verdient. Natürlich Bartels. Ach ja, Finn Bartels. Das waren schöne Zeiten in Rostock damals. Lang ist es her. Oh, Leute. Jetzt wird's aber langsam böse. Ja, Leipzig hat Probleme. Der Zug nach oben zu Bayern München ist wahrscheinlich eh schon abgefahren. Muss man sich jetzt sogar noch weiter nach unten orientieren. Aber da ist der Vorsprung ja eigentlich doch relativ groß. Ja, noch. Ja, noch. Das geht ja relativ schnell. Ja. Oh, da lässt er hier alle aussteigen. Was ich gut finde, dass wir bis auf einer Partie an diesem Wochenende auch relativ früh treffen. Das ist schön. Es gibt auf jeden Fall mehr Tore. Ach, das hätte ich doch mal einsetzen. Das würde ich sehen. Das war wunderschön. Noch Forsberg. Gut gemacht. Und da macht der so ein Depp.
Jetzt ist Leipzig hier. Ja, schön. Was? Freistoß. Hättest du mich nicht einfach schießen lassen können? Wenn er nicht reingeht, dann pfeifen? Mann. So, gelb. Erster Gelbe. Und zack. Ja. Ja. Aber endlich mal was von Leipzig gekommen. Ich hab dich da gar nicht gesehen. Scheiße. Ich hatte dich nicht gesehen. Ich dachte, du wärst hinten. Ich hatte geguckt und dachte, ja, okay, Muck ist nicht da. Ja, Muck ist nicht da. Der ist nie da. Jetzt. Nein, mit Ball. Was macht ihr da? Keiner will mehr den Ball haben. Ja, lol. Hab ich so auch noch nicht gehabt. Oh, Schön. Leute. Alter. Das ist doch wieder nach meinem Geschmack. Das schmeckt mir gut. Ey, nee. Oh. So, jetzt ein bisschen Ordnung reinbringen und das 2:0 machen. Und da ziehen wir an. Oh, da ziehen wir an hier. Mann, da kommt doch keiner mehr hinterher. Schöne Flanke. Oh. Ah, ah, ah. Es singt schon wieder. Ey, schön, es bringt was, siehst du? Ja, ja. Ja, ja. Dieter Pohl würde sagen, ist ja grottenschlecht, das ist ja wie eine Kuh auf Ecstasy. Oh, ich war ja tatsächlich bei DSDS, das ist schon einige Jahre her. Echt jetzt? Ja. Oh Gott. Was hier alles rauskommt, ne? Ja, aber ich. Oh Mann. Das war die als letzte Sänger Aktion. Oder hast du irgendwie was nee. Geschrieben? Nein, als Sänger. Schüsse. Oh, wenn ich das gleich meiner Frau erzähle. Im ersten Durchgang habe ich es geschafft, 12-mal raufzuschießen. Mucke habe ich auch zerlegt anscheinend. So, Bremen führt 1:0. Du hast mir Ballbesitz, ich habe eine bessere Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit, bist du leicht überlegen. Ja. So. Wir machen weiter. Da kam bestimmt nicht so eine deutsche Musik, wa? Hölle, 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 Hölle. Ich weiß das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Was ich gesungen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ist mir kackegal, was bei DSDS. Müsste ich mal nachfragen. Ich war mit meiner Freundin damals da. Aber das ist. Wie lange ist das her? Über sieben Jahre. Auf jeden Fall hattest du da noch Haare auf dem Kopf. Ja, ja, ich hatte noch Haare, ich habe keine Brille getragen. Also man erkennt mich zum Glück nicht mehr wieder. Die Leute wissen jetzt nicht mehr. Das war ja der Grund, ne? Ich wurde jahrelang verfolgt. Und habe mich dann entschieden, okay, ich muss mich komplett wandeln. Ich will diese DSDS-Vergangenheit hinter mir lassen. Ja, das war so beschämend. Ach, jetzt ist doch hier. Das war gar nichts. Oh. Oh, jetzt, das war der Schock des Jahres, ich schwör's dir. Ja. Das war schön gemacht. Bist du denn... Ah, ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. War mein Fehler, okay. Lauf weiter und du stirbst. Okay, er bricht ab. Das finde ich gut. Was willst du hier, hä? Ah, nein, 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 nein. Ja, schäm dich. Ich habe es nicht gefragt. Okay, hab ich überdenkt, überhört. Ja. Das war doch klar hier, dass das nichts wird. Nein! Nach wie vor nur 1:0. Ja. Ja.
Ist eher dumm. Ey, wir wären frei durch gewesen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja! Also wie kann denn das sein? So frei. Ui. Scheißball. Bloß weg damit. Oh! Also Bremen, jetzt muss wieder ein bisschen was von euch kommen. Nee. Schnell. Oh. Oh. Bremen kommt hier nicht mehr raus aus der eigenen Hälfte. Ja! Da muss man ein Zeichen setzen hier. Ja, das macht hier Fubbler auch. Er schreit hier rum. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Darüber. Gar nicht aufgefallen. Nee. Gut. Ja, jetzt. Pff, und schon wieder ist der Ball weg. Oh, ja. Nö. Und wieder weg. Muss ich wieder ein bisschen aggressiver werden? Hä? Willst du das? Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Gegen die Latte geschossen, geballert, ey. So, ich werde mal wechseln. Oh, sowas habe ich noch nicht gesehen. Okay, jetzt räumen wir hier auf. So, Mittelfeld raus, zwei Stürmer rein, jetzt ist Feierabend. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ein Edeljoker, Paulsen kommt. Ah, oh, den hast du draußen gelassen? Mhm. Okay. Das war mal schön. Du bist ja lächerlich. Ja, gibt's Ecke? Nee. Nein. Ja, dann bist du lächerlich. Sag ich ja. Ach, komm. Jetzt wird jetzt? Der Schiedsrichter wird auch lächerlich. Ja, also ich habe nämlich überhaupt nichts gesehen. Gucken wir mal. Ich auch hin. Nicht. Das war eine Streicheleinheit. Das war doch nicht mal zu streicheln, also das war der Wind. Ja. 80. Minute. Und dann gefährlich. Kommt da aber, ach, das, der Schuss war nicht gefährlich. Der Freistoß, ja. Also gefährlich, weil da waren noch so viele davor. Oh. Mein Gott. Mein Gott, ja, okay. Die Götter haben versagt. Och, du leck mich doch alle Socke. Es wird nicht besser. Nee. Aber es sind ja noch 5 Minuten und ein bisschen. Ja, da will ich Bremen nochmal sehen. Ach, die sind weg. Oder? Da ist Paulsen. Oh, da krieg ich ja schon Angst, siehst du? Der ist verletzt! Ja. Wie geil! Pause ist tot! Ah, das hat mich ja richtig gut hinbekommen. Oh! Der war noch nicht mal am Ball. Noch einmal kurz, wo er reinkam. Okay. Hör auf hier. Hör auf hier. Er mahnt aber nur noch, ne? Das finde ich irgendwie geil. Ja, war mir klar. Mauer. Oh.
Nee! Alter, also das kannst du jetzt nicht machen. 90. Minute, 4 Minuten Nachspielzeit, super Position. Gelbe Karte dafür. So ein Spacko. Nein! Pfosten! Pfosten! Ja, dafür musst du rot geben. Ja! Und jetzt geht's hier nochmal drunter und drüber. Oh, Pfosten! Die entscheidenden Dinger wieder versemmelt. Wie ja. schon in der Partie zuvor in der zweiten Liga. Das gibt es nicht. Pfeif ab, du. Oder ich komme gleich angelaufen. Pfeif ab, ja! Arschloch, das Laufen, du Penner. Ihr habt euch gewünscht, dass ich Werder Bremen spiele. Ich habe Werder Bremen gespielt und gewonnen. Es ist der dritte Sieg in Folge jetzt. Muss man ja auch mal betonen. Und es ist das erste Mal, dass hier an diesem Wochenende eine Heimmannschaft gewinnt. Hier die Werte. Mucke hat mehr Schüsse. Gleich viel aufs Tor, aber Mucke hat, ich weiß gar nicht, einmal, zweimal den Pfosten getroffen? Ich glaube zweimal. Die Latte hattest du auf jeden Fall auch noch getroffen. Mhm. Schussgenauigkeit bin ich besser, Passgenauigkeit du. Oh, das ist... Das war glückliches, das ist ein glückliches 1:0 für dich. Ja, nachher geht's weiter. Wolfsburg-Darmstadt, Köln-Hertha, heute Abend Frankfurt-HSV, morgen Mainz-Schalke und Gladbach gegen Bayern. Wir machen weiter. Schaltet in wenigen Minuten wieder ein. Tschüss. Tschüss.